Servus Leute, zurück zu Let's Play Magic Arena und zwar diesmal Mono White Devotion, was ich ja theoretisch schon im Preview Event getestet habe und mir ganz gut gefallen hat. Jetzt mittlerweile hat es ein bisschen, also es gibt auf jeden Fall jetzt mehrere Varianten, die getestet werden, wie man zum Beispiel ein altes Mono Aggro Deck wieder tauglich machen konnte, was ja in den letzten Metern nicht mehr so tauglich war und teilweise auch Life Gain ist ziemlich groß im Thema. Besonders weil halt der Titan Heliod prinzipiell auf ja, Live eine sehr gute Synergy anbietet. Nämlich +1/+1 Counter. Also alles, was Leben gibt, gibt Riesengröße. Und wenn wir Riesengröße haben, brauchen wir Sachen, die unsere Kreaturen ein bisschen evasive machen. Also, dass sie vorbei können. Zum Beispiel fliegend geben. Oder der Shadow Spear. Trample. Ja, da können wir einen Pride Mate ziemlich groß machen. Wir können mit Ajani Strength of the Pride, können wir auch Pride Mates machen und groß machen. Wir können prinzipiell viel Leben kriegen. Wir haben einen großen, unsterblichen ja, Life-Gain-Produzenten. Wir haben sogar Removal drin. Wir haben einen guten Blocker, der auch Life-Gain macht. Eigentlich gibt fast alles Life-Gain. Wir haben hier einen kleinen Removal oder eine nervende Kreatur. Ups, eine nervende Kreatur. Kann man auf jeden Fall sagen, mit dem Giant Killer. Da kann man auch überlegen, mehr reinzutun, je nachdem, wie die Meta ist. Ich will aber jetzt mal Ajani testen. Elspeth ist auch eine Option. Kann man immer mal spielen, besonders weil das so eine Karte ist. Ja, im Late Game, wenn man viel auf dem Friedhof hat, dann kann man halt immer mal wieder die bringen und immer wieder was produzieren und immer wieder was machen. Genauso mit Castle Arnwall. Sind zwar beides eher Karten, die nicht so in dem, ja, die halt eher ja, von den Grenzen des Decks herkommen. Und jetzt nicht so die Schwarmmechanik unterstützen, beziehungsweise Life-Gain-Mechanik, aber trotzdem Late-Game-Karten technisch, Mana-Sync zu produzieren und sowas. Also hier, wenn man keine Karten mehr hat, dann kann man immer noch das da tappen und ein 1-1 wenigstens produzieren. Sowas in der Art, dafür haben wir die drin. Manor of Loxodon ist auf jeden Fall immer was Brauchbares. Ja, probieren wir unser Glück. Einfach mal auf der Ladder. So, der Levy, kämpfen gegen die Gier, gegen Greed. Mal schauen. Wir haben eine interessante Hand, auf jeden Fall. Der weiß jetzt sofort, was wir spielen. Healer's Hawk, ich glaube, es gibt gerade kein anderes weißes Deck, was sowas spielt. Zwei Healer's Hawk und Fairy Mother. Wir sind zwar dann schwach gegen Mass Removal, aber theoretisch könnte jetzt im nächsten Zug schon der Loxodon liegen. Und ich glaube, das ist eine gute Option. Nachdem, was der gespielt hat, gehe ich nicht davon aus, dass mein Gegner Massenremover großartig spielt. Er wird hier das wunderbare Deck mit... genau. Der wird auch Devotion Deck spielen. Ah, bin ich mal gespannt. So, hauen wir einen weiteren Devotion-Träger raus. Und greifen mal mit allem an. Wir können es uns gönnen. Oh ja, schöner Block. Eine Kreatur. Ein Mana fehlt mir. Tatsächlich. Ich habe überlegt, ich habe schon extra... Ich habe die Länder gekürzt, weil theoretisch haben wir nicht so viele teure Karten. Aber wir haben halt gerade gar nichts, was wir spielen können. Behalten wir das mal in der Hinterhand. Und greifen mit allem an. Mhm, er blockt. Ist in Ordnung. Ansonsten kriegt er ganz schön Aua Aua. Und wir kriegen Life. Life, Life, immer more Life. Leider keine große Synergie. Jetzt haben wir gerade ein White Aggro Deck. Solange kein Massenremoval zündet. Ja, ist in Ordnung. Das hilft ihm jetzt nicht viel. Es macht ordentlich Aua, aber mehr auch nicht. Das ist das Schöne. Das zögert das unausweichlich noch einen Zug hinaus. Und gut ist. Ja. Ach, so bitter. Gut, wir greifen wieder mit allem an. Greifen wir mit dir an? Müssen wir mit dir angreifen? Ja, komm. Damit er irgendwas blockt. Double Block auf den Loxodon. Ah, einfacher Block, das ist gut.
Wir haben hier den da, der kann einer unserer Kreaturen Schutz geben. Könnte auch ihr Schutz geben. Also sowas wäre eine Möglichkeit. So, 6 Schaden gehen durch. Und wir warten einfach, dass wir ein Land ziehen. Das ist traurig. Vielleicht soll ich ein Land dazu tun. Ich glaube, das mache ich gleich nach dem Kampf. Ich tue ein Land dazu und vermutlich einen Giant Killer weg. Oh, das könnte jetzt böse enden. Je nachdem, was seine nächsten Karten sind. Okay, er will. Der hat wahrscheinlich da ein Land gehabt. Okay, das kostet ihn 1, weil er kriegt ja immer ein Leben wieder dazu. Das ist neutral. Sehr gut. Und wir haben gewonnen. Ho, und wir haben auch ein Land. Geil. Da hätte ich den noch spielen können. Der wäre dann eskaliert. Dann wäre es richtig eskaliert. Soll ich jetzt ein Land mehr rein? Dafür eine Fairy Guide Mother rausgenommen. Und schauen wir mal, wie das jetzt funktioniert. Also, dann fangen wir doch mal an. Sehr gut. Pride Mate und Fairy Guide Mother. Und jetzt bleibt dann vielleicht noch. Oh, ein Knight Deck? Ja, warum nicht? Warum nicht? Wenn er meinen wachsen lassen will, muss er blocken. Also wenn er nicht wachsen lassen will, muss er blocken. Er lässt ihn wachsen. Das ist spicy. Er möchte seine Kreatur behalten. Ja, du hast einen Trick, aber dann... Ja gut, lass mal das mal. Weil der Pride Mate ist mir wichtiger, als hier einen Trick aus den Ärmeln zu ziehen. Okay, okay. Sorcery. Sorcery ist natürlich bitter. Okay. Tja. Du kriegst Schutz vor Schwarz. Wichtig. Nächsten Zug kommt Elfbeth. Dementsprechend haue ich einen Flieger raus. Elspeth und könnte mir Leben bringen? Ah, das wäre eine Option zumindest. Das ist jetzt weniger ein Problem. Tatsächlich blocke ich. Gerne sogar. Sehr gerne. Ja, kann ich ja mit Banishing Light loswerden, diese Kreatur von ihm. Oh, Spirit of Critics. Mach mal, willst du es heraus? Okay, du willst es so. Jetzt brauche ich eigentlich ein Land. Ja, wir brauchen Kreaturen. Soll er auf den Champion ruhig seine Tokens drauf tun? Dann geht das Banishing Light viel besser von der Hand. Elspeth. Elspeth. Ja, 3 im Friedhof. 4 brauchen im Friedhof. Okay. Ist in Ordnung. Cardraw ist immer so eine Sache in solchen Weenie-Decks. Cardraw wäre geil. Ja, sowas. Cardraw-mäßig. Das ist jetzt nicht so cool. If you are going to fight, fight beside me. Tatsächlich ist... Nein. Gefährlicher. 2-2 First Strike ist jederzeit gefährlicher. Ja, jetzt habe ich mal, jetzt habe ich die Quittung davon, dass ich ein Land mehr reingesteckt habe. Jetzt habe ich zu viele Länder. Das wäre bestimmt eine Guide Mother mehr. Eine Guide Mother mehr wäre schon was.
Breaker Malformation, okay, die greifen an. Kann ich nicht verhindern, ist in Ordnung. Ja, greif Elspeth an. So, greif nicht mal Elspeth an. Na gut. Das ist jetzt lächerlich, tatsächlich. Up to 2 target creatures. So. Elspeth verschwindet. Ich würde gerne Länder abwerfen können. Oh, wäre das toll. Problematisch ist, wenn er jetzt jetzt hat er ja auch noch. Das macht ja nichts. Bringt nur auf die. Okay, ich hätte jetzt tatsächlich mit der 3-2 geblockt und die 4 seinen Flieger noch größer gemacht. Das wäre meine Strategie gewesen. So, wir blocken jetzt dich weg. Jetzt bräuchte ich noch ein Banishing Light. Ja, das ist ein Banishing Light. Schöne Länder. Normalerweise sollte es ja alles kein Thema sein. Wir kriegen so viel Leben. Also selbst der Flieger wäre jetzt nicht das größte Problem. Aber... Tja, wenn man nur Länder zieht, ist das so. 8 Länder. In einem Weenie-Deck. Oh, unser Gegner spielt Red Deck Wins. Oh, wenn mein Pride Mate liegen bleibt, dann nicht. Dann nicht, mein Freund. Dann nicht. Das Problem ist, er darf anfangen. Ich, wenn ich anfangen würde, wäre das ultra brutal. Schön Healer sorgen, Pride Mate und dann... Ja. Aber ich glaube, Heliot allein könnte auch schon für Trouble sorgen. Oh, das ist kein Red Deck. Das ist Green. Okay, okay, interessant. Das ist bisher Golgari oder Celestia? Bisher ist es bloß grün. Ah, wir sehen gleich die zweite Farbe, die dahinter steckt. Sie muss auf jeden Fall Removal besorgen. Oh, tatsächlich doch. Okay. Na gut. Heliot wird auf jeden Fall jetzt für Trouble sorgen. Das ist schon mal ein wenig besser als das letzte Mal. Die Frage ist, kann er den Pride... Warte, mit dieser Farbkombination. Das macht nichts tatsächlich. Das macht gar nichts. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, das macht nichts. So, jetzt hat er auf jeden Fall das Problem, er muss meinen Pride mehr töten. Naja, muss er zwingen nicht, aber naja, ihr wisst schon. Im nächsten Zug Fairy Guide. Er kann fliegen, Lifesteal und dann wird er riesig. Ja, das ist der Plan. Du kriegst Fliegen, du kriegst Lifelink und du greifst ab. Schönes Big Beast. Und eben Leben. Fünf Schaden. Ah, da hat er einen Ambush. Ambush ist böse. Ja, der Ambush war wirklich böse. Das hingegen ist was Feines. Machen wir wieder was Großes. So, jetzt kann er schon mit seiner 4-4 nicht mehr angreifen. Im Idealfall. Sollte es nicht machen.
Überlegen, wenn ich blocke, dann reicht ihm ein minimaler Schaden. Jeder Schock oder so würde ausreichen. Aber wenn ich nicht, was macht er dann? Er wird. Das Problem ist, was hat er denn noch? Also Domri's Ambush haben wir gesehen. Das wäre egal, dann wäre Blocken einzig sinnig, wobei das würde auch nicht viel bringen. Lassen wir es durch. Ambercleave. Wäre auch böse gewesen. So, ein Removal wäre besser gewesen, ehrlich gesagt. So, das ist dieses. Wann? Control Attacks. Vigilance wäre etwas Geiles gewesen jetzt. Vigilance wäre super Premium. Love Striking Beast hat leider Attacks, immer wenn sie attacken. Ja, also ich kann mit der einen attacken, dann kriegen wir Leben. Ich kann mit der attacken, dann kriegen wir noch mehr Leben. Will ich noch mehr Leben haben? Nicht zwingend, ne? Ich kann mit Heliod auch Leben generieren. Loxodon wäre zwar auch noch Premium, aber nee. So, Unsterbliche gegen Lovestruck. Ja, das Schöne ist, ich kann ja auch Leben generieren. Die Frage ist, oh, ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Wie funktioniert Unsterblichkeit mit Trample? Es müssten die 7 Schaden durchgehen, wenn ich es richtig tippe. Also theoretisch, wenn er jetzt mit allen angreift, bin ich auf ein Leben. Weil ich muss die 4-4 dann mit meiner 4-4 blocken. Und meine 7-7 muss Life stealen und Lovestruck Beast blocken. Andererseits, ich habe verloren, kann das sein? Nee, das Spielen kostet ist günstiger. Das Umequippen ist ja eine Hexerei. Nur die. Er kann bloß anderen Lifestyle geben, oder? Another Target until end of turn, ja. Kann nur anderen Lifestyle geben, deswegen gehen 7 durch. Hätte ich es anders machen können? Leider nein. Schade. Ein Zug mehr. Hätte ich angefangen, dann hätte ich gewonnen. Also, das sind Agro-Matches. Okay, wir haben Karten. Und wir dürfen nicht anfangen. Hm, ein Agro-Gegner. Karten gegen einen Agro-Gegner. Und nicht anfangen dürfen. Das Problem ist, Heliod Suncrown bringt so nichts. Kommt im dritten Zug und macht gar nichts. Rein gar nichts. Der Vorteil ist allerdings, der Giant Killer könnte was töten. Der könnte ein Ziel erwischen. Bei einem Mono-Green? Ramp? Gegner? Jetzt kommt die Hydra. Die Hydra könnte ich töten. Die wird mit dem Giant Killer vernichtet. Ach,
Resting Beast meinte ich natürlich. Für mich ist es nicht mehr. Ja, das ist das Problem. Ich darf nicht anfangen und schon ist mein Gegner einen Zug ahead. Einen verfluchten Zug ahead. 2, 3 wird das. Das ist zu wenig. Und dementsprechend hat er jetzt da noch nur 4-4 und ich kann halt nichts dagegen machen. Mir fehlt... Der One-Drop fehlt mir. Der fehlt mir ganz dringend. Also, ja, ich brauchte den Giant Killer halt so auf der Hand. Und... Okay, das ist langsam. Das war gerade langsam. Mir fehlt Life. Das ist schon lästiger. Das wiederum ist langsam. Oh wei, was kann der? Ja gut, das ist irrelevant. Jetzt müssen wir ein Board aufbauen. Und wir fangen ein bisschen an. 2, 4. Ja, das ist gut. Er kann mich nicht töten. 4-4, wenn sie angreift, dann greift sie an. Nicht. Loxodon. Loxodon, du machst alles langsamer. Loxodon ist kein guter Player in dem Spiel. Oh, das hätte ich nicht gemacht. Tatsächlich hätte ich das nicht gemacht. Wir machen es so. Doch, ja. Wir machen das so. Wir machen das so. 7 Schaden. Kein Leben wieder. Wird größer. Als wenn dann weitere Kreaturen ins Spiel kommt, dann wird er groß genug, um zu... Oh, Moment. Besser. Ich könnte mit Life... Naja, nein. Wir spielen den, ohne irgendwelche Tokens zu spielen. Einfach, um jetzt einen Bulwark zu haben. So. Jetzt kommt er mit seinen Kreaturen gegen meine nicht mehr an. Vorerst nicht. Hängt von seinem nächsten Draw ab. Wenn sein nächster Draw Bullshit ist, ist meine ultimativ. Oh ja, wir haben gewonnen. Würde ich jetzt einfach mal tippen. Ja. Das ist jetzt... Da hat jemand wahrscheinlich die Quest, hier muss angreifen. Ich hätte noch eine Runde gewartet, bis ich aufgegeben hätte, ehrlich gesagt. 3 gegen 20 Leben. Also... Leben. Leben ist gut. Das ist geil an dem Deck. Einerseits fehlen mir da ein bisschen die Removal in diesem Deck. Andererseits ist das geil an dem Deck. Selbst mit 3 Leben ist es nicht zu Ende. Sobald du stabilized, beginnt es mit der Live-Produktion. So, ich darf anfangen und wir haben eine Hand, die spielbar ist tatsächlich. Okay. Healer's Horn. Eigentlich müsste ich den Fuchs auf weiß umtrimmen. Gilded Goose. Gilded Goose. The Goose, the Goose. Choose the Goose. So, einmal kann er es blocken, beim nächsten Mal wird es Grove, der Healer's Hawk. Gilded Goose. Was spielt man in einem Food Token Deck? Loxodon im nächsten Zug wird geil. Tatsächlich würde ich ein Land nehmen gerne. Ah ja, natürlich. Ah ja, natürlich. Wobei, das ist kein Thema. Ah, das ist super. Das ist wirklich super. Wobei, na doch. Wir nehmen dazu die Creatures. Wachset, meine Kreaturen, wachset. Ich kann sogar eine Schutz geben. So, und du machst die Opfer-Kombo. Schön. Und wir kriegen halt Life-Gain. Hast du noch ein Heliot und alles gut. Ah, ja. Opfer-Kombo. So viel dazu.
soll. Tja, die wird leider auch geopfert, wodurch das wieder getriggert wird. Er kann den anderen Healer's Hawk auch töten, leider. Ma'am Devil ist böse. Ja, gut, rot. Das war böse. Tatsächlich, muss ich zugeben. Die Frage ist, lohnt es sich, den Devil zu killen oder den Ofen? Ich könnte mir der Teufel ist gerade gefährlicher. Angriff. Natürlich blockst du. Du kannst ja wieder zurückholen. Das macht nichts. Vorerst. Hoffentlich hat er nicht noch einen Devil. Der Devil, der killt mich. Devil mit Katzen-Kombo. Unbeatable. Time to step out of the court. Oh, the day is yours. Okay. Ja, jetzt werden wir schon wieder den nicht los. Das ist problematisch. Raska. Meine einzige Möglichkeit hier sein. Kann ich das noch gewinnen? Ich glaube nein. Nein, ich kann es nicht mehr gewinnen. Ich kann es aufgeben. So, wir dürfen anfangen. Wir haben eine. Oh, wir haben eine sehr gute Hand. Sehr gut. Das ist nahezu eine perfekte Hand. Wir können vieles spielen und sind Strong Cards. Noch ein Heliot irgendwo und ein Land und dann ist gut. Ja, mein Fuchs. Ja, der Max. Sehr schön. Okay, fliegen wir. Beginnen wir zu fliegen. Okay. Okay. Ja, willst du blocken? Weil er sich denken könnte, ja, ist gefährlich, wenn der so eskaliert. Willst du blocken oder spielst du jetzt gleich selbst einen? Das ist jetzt die große Gewinnspielfrage. Ein Land wäre jetzt gut. Tatsächlich. Außerdem wäre gut im Mirror, ja, irgendwas. Irgendwas, was mir hilft. So. Tatsächlich Dax. Ein Land wäre jetzt eine sehr gute Karte. Okay. Oh. Ah. Ja. Damit kann ich tatsächlich leben. Wir haben einen White Aggro Spieler. Hm. Das ist angenehm. Wobei. So angenehm. Der hat auch Removal. Wir müssen jetzt bloß schauen, was wir. Der Giant Killer hilft dagegen nicht viel. Daxus wird jetzt. Ja, genau. Okay. The Pride Mate ist weg. Mein Guide mal. Ah, das ist das notwendige Land. Wir haben dich. Wir haben dich. Und wir haben dich. Weil große Kreaturen erwarte ich hier jetzt nicht. Wunderbar. Dann als nächstes den Loxodon und dann schauen wir erstmal. Dann habe ich erstmal nichts mehr zu sagen. Der Giant Killer kann immer eine Kreatur ausnocken, aber ansonsten. Das ist noch wunderbar und dann.
schaffen wir mal alle. 1, 2, 3, 4, 5. Machen alle mal wenn größer. Und unser Gegner gibt auf. Juicy. Juicy. Ja, das Deck hat seine Höhen und Tiefen. Es ist noch nicht in seiner finalen Form angelangt, aber es hat Potenzial auf jeden Fall euch, wenn ihr weiße Quests habt, gut auszuhelfen. Es kann euch gute Dienste leisten. Also zumindest Spiele hier x weiße Karten und so. Hier sowas. Gute Sache. Oh, ein paar Packs. Die müssen wir natürlich auch noch öffnen. Nur mit dem Angreifen habt ihr gesehen. Die Gegner lassen einen nicht angreifen. Das ist schade. Oh ja, die habe ich schon. Aber hier fehlen mir noch viele Karten. Besonders. Oh ja, viele Karten. Ja. If you do such a creature card, one plus. Das hört sich interessant an. Daraus kann man doch bestimmt was machen. Egal, egal. Super. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.